Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen wöchentlichen Ausgabe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Das Thema am heutigen Abend, Sie sehen es hoffentlich alle bei Ihnen auf der Folie, auf Ihrem Bildschirm, Fokus internationale Rohstoff- und Währungsmärkte, Einblicke und Analysen. Heute wieder einmal bei uns zu Gast André Stagge, ehemaliger Portfoliomanager der Union Investment, hat sich selbstständig gemacht und war das letzte Mal bei uns im April zu Gast. Und ja, noch einmal zur Erinnerung, dieses Rohstoff- und Währungsformat halten wir in der Regel quartalsweise ab. Das heißt, das letzte Mal war im April, jetzt haben wir Juni und dann in den nächsten 3 Monaten gibt es ein weiteres Format, einen weiteren Teil des Währungs- und Rohstoffformats. Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung als Portfoliomanager können wir sicherlich alle von seinen praxisnahen Ausführungen und Erläuterungen profitieren. Sind sehr gespannt, was er uns heute zu erzählen hat und ja, stelle mich noch ganz kurz am Ende vor. Mein Name ist Markus Landau. Ich bin Derivatexperte bei der DZ Bank und werde heute Abend die Moderation für Sie übernehmen. Ja, dann springe ich gerne gleich mit Ihnen in die Tagesordnung, was wir heute auf der Agenda haben für Sie. Sie sehen es. Unter Punkt 1, das ist natürlich der Hauptbestandteil Fokus internationale Rohstoffmärkte und Währungsmärkte. Ich hatte es eben bereits vorgelesen. André wird starten mit ein paar Worten zum letzten Mal vorgestellten Friday's Gold Rush, zu der Strategie, die er letztes Mal vorgestellt hatte, und da ein paar Worte verlieren. Ja, was ist da in den letzten 3 Monaten passiert? Wir sind mal gespannt, was er da uns berichtet. Ja, und dieses Mal im Fokus stehen die Währungsmärkte. Wie geht er da vor? Welche Strategie verfolgt er hier? Da sind wir auch sehr gespannt. Und natürlich wird auch das Thema Psychologie eine Rolle spielen und entscheidend wie immer, deswegen eben auch der Titel für Vielbeschäftigte und Berufstätige, dass sie wenig Aufwand mit den entsprechenden Strategien haben in der Umsetzung. Insofern ist das auch immer ein wichtiger Aspekt. Außerdem wird es nochmal so sein, dass er ein 3-wöchiges Testabo für Sie, den SMS-Service, mit im Gepäck hat. Dazu habe ich auch gleich noch eine Folie vorbereitet und dazu sagt André dann später auch noch etwas. Bevor wir allerdings dazu kommen und dann später gleich an den André abgeben, muss ich Ihnen die rechtlichen Hinweise vorlesen. 3 Punkte. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrungen in Hebelprodukten. Die in diesem Webinar besprochenen Produkthinweise zu den Hebelprodukten sind nur zu Demonstrationszwecken zu verstehen und stellen keinerlei Empfehlung dar und ersetzen auch nicht die Beratung. Und wir verwenden ja meistens Hebelprodukte als Vehikel hier in unserem Webinar. Und da sollte man natürlich auch immer wissen, dass entsprechende Risiken damit verbunden sind. Zum einen das Totalverlustrisiko, Entschuldigung, und das Emittentenausfallrisiko, das sogenannte Bonitätsrisiko. Ja, da sind wir dann schon nochmal gleich bei dem Punkt, damit Sie es dann auch grafisch vor sich haben. Testabo SMS-Signalservice. Da hatten sich letztes Mal auch einige dafür angemeldet. Dazu sagt André Ihnen gleich auch noch ein bisschen was. Aber wie funktioniert's? Für 3 Wochen. Wir haben es hier auch orange umkreist. Was müssen Sie tun? Zum einen die Mobilfunknummer eingeben. Das ist in der Mitte orange umkreist. Aber Sie brauchen auch noch Ihre E-Mail-Adresse, die Sie eingeben. Da gibt es einen Code, einen Gutscheincode, DZ Bank hier unten mit Leerzeichen dazwischen. Und dann entsprechend hier unten noch die Datenschutzerklärung anschauen. Und dann auch wirklich über dieses Double Opt-in-Verfahren sagen, ja, ich möchte den Newsletter bekommen, ich möchte mich da anmelden und dann auf ja, Start drücken und dann werden Sie mit in den Verteiler aufgenommen und können das gerne noch einmal probieren. Ja, bezüglich Fragen möchte ich noch gleich was sagen, bevor ich an den André abgebe und er dann eben im Prinzip direkt einsteigt. Fragen versuchen wir wie immer so ein bisschen, je nachdem, um den Wortfluss da nicht zu unterbrechen, in der Mitte einzubauen, auch mal die eine oder andere aufzugreifen, aber auch nicht alle, sonst kommen wir da wahrscheinlich nicht vorwärts. Alle oder die meisten, die dann offen bleiben, versuchen wir dann am Ende oder André am Ende dann auch zu beantworten. Insofern wünsche ich uns allen ein spannendes Webinar und würde direkt an den André übergeben. Ich melde mich dann später nochmal. Ja, Markus, ganz lieben Dank. Schönen Gruß an die Teilnehmer. Heute das Motto Finanzwissen statt Sonnenbrand. Deswegen toll, dass ihr trotz des schönen Wetters heute im Webinar mit dabei seid. Und ich kann versprechen, es wird sich lohnen.
Ich habe wieder einige spannende Strategien diesmal aus dem Währungsbereich mitgebracht, aber ich habe auch ein bisschen was zur alten Strategie, die ich vorgestellt hatte beim Friday Gold Rush. Und Markus hat es ja schon gesagt, es ist wichtig, dass die Dinge dann auch angewendet werden, mal ausprobiert werden. Deswegen haben wir eben auch hier diesen SMS-Signalservice völlig kostenlos für 3 Wochen möglich gemacht, wo ihr dann eben entsprechend die BKNs von der DZ Bank zu den Signalen, zu den Strategien, die ich vorstelle, entsprechend auch bekommt. Und ihr merkt schon, wie das letzte Mal auch am 8.4. nehme ich das vertrauensvolle Du, einfach weil ich weiß, dass Botschaften, die mit dem Du formuliert sind, eher hängen bleiben. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, dass eben, wenn wir uns hier schon die Zeit nehmen bei dem tollen Wetter, auch möglichst viel hängen bleibt, um eben am Ende auch möglichst gut Geld an der Börse zu verdienen mit einem vertretbaren Risiko, weil das ist das, worum es uns heute hier geht. Ja, Überschrift heute Anlageausschuss. Also was ganz Besonderes und so ein bisschen die Frage, naja, was ist denn eigentlich ein Anlageausschuss und was hat es damit auf sich? Anlageausschuss, das kennt jeder Portfoliomanager. Und ich sehe gerade die Moderationsrechte. Seht ihr den Monitor schon? Ja, ne? Das passt. Also ich sehe alles, ja. Perfekt. Ich glaube, ich habe die Moderationsrechte schon und kann dann jetzt auch durch die Präsentation durchführen. Und zurück zur Anlageausschusssitzung. Das ist die Grundidee. Das macht jeder Portfoliomanager 1 bis 2 Mal im Jahr mit seinen institutionellen Kunden. Man sitzt also zusammen, man bespricht die Vergangenheit, also was quasi im Fonds passiert ist. Man kümmert sich um die Gegenwart und man gibt einen Ausblick auf die Zukunft. Und genau das habe ich heute mit euch vor. Ich werde kurz auf die Vergangenheit eingehen, über den Friday Gold Rush sprechen, ganz kurz meine Meinung auch zu Gold nochmal kundtun, weil das beim letzten Mal ja ein ziemlich starker Call ist, da auch viele Fragen schon an mich gerichtet worden. Wie geht es denn jetzt weiter mit Gold? Steigen wir noch über die 1400 deutlich hinaus oder war es das jetzt schon mit der Hosse? Da werde ich drauf eingehen. Da werde ich 2, 3 Folien zur Makroökonomie mithaben, die extrem wichtig sind. Einfach deswegen, weil sich gerade in der letzten Woche extrem viel durch die Zentralbanken getan haben. Das beeinflusst die Zinsmärkte und die Zinsmärkte strahlen ja auf Währung auf, sie strahlen aus Rohstoffe aus und natürlich auch ganz klassisch auf das Aktienbild. Und dann werde ich euch noch 2 Strategien vorstellen, alles so ungefähr in den nächsten 40 Minuten. Ja, den Risikohinweis, den kennt ihr in Deutschland, alles ist nur zu Informations- und Ausbildungszwecken. Dennoch finde ich das Thema sehr wichtig und deswegen auch vorab das Thema Motivation. Ich habe immer so eine Folie gern dabei, wenn ich auf Vorträgen oder bei Webinaren bin, die mich selber immer so ein bisschen wachrüttelt und sagt, Mensch, ich muss doch mich um meine Finanzen kümmern. Und das tun wir auch heute Abend. Wir sind hier im Webinar, wir verzichten auf den Sonnenbrand, weil wir eben uns mit dem richtigen Wissen einen Vorteil gegenüber anderen Tradern und Investoren verschaffen wollen. Da geht es heute bei der allerletzten Strategie in der Ausbildung darum. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und warum ist das so wichtig? Weil eben hier der Staat uns sehr viel wegnimmt. Olaf Scholz, den zitiere ich ja auch gerne, der selber sein Geld alles auf dem Sparbuch hat, nimmt uns eben über direkte und indirekte Steuern über 60% weg und alleine Einkommensteuer und Sozialabgaben machen in Deutschland über 40% der Einnahmen zunichte. Die gehen also an den Staat. Meine Frage an der Stelle ist dann immer, wer löst denn die Probleme in diesem Land? Wer löst denn die Rentenlücke? Wer löst das Thema Altersarmut? Ich glaube nicht daran, dass es der Staat ist. Und selbst die Andrea Nahles hat ja gesagt, mit 3%, das ist die beste Anlage, die man machen kann in der Rentenversicherung. Muss ich sagen, naja, A, 3% gibt es nicht in der Rente, das ist Quatsch. Und B, wer alles nur über Rente für die Zukunft spart, macht, glaube ich, auch einen Fehler. Deswegen ist es gut, um Finanzen zu kümmern. Wir müssen es halt selber angehen. Der Staat wird es nicht für uns erledigen, auch nicht der Bankberater, sondern das Beste, was wir zu dem Thema machen können, ist uns selber ausbilden, die Informationen aufnehmen, verarbeiten und vor allen Dingen dann auch anwenden. Deswegen liegt mir eben auch dieser Signal-Service von SMS-Signale so am Herzen, weil der kostenlos 3 Wochen zu testen ist. Ja, zu meiner Person, Markus hat schon gesagt, ich habe 11 Jahre in meinem Leben Fonds gemanagt, habe hier über 2,5 Milliarden verwalten dürfen, für meine Kunden über 500 Millionen Euro Gewinn gemacht, habe ein CFA, ein CFTI, habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht schon im Bereich, bin seit einem Jahr frei und selbstständig. Ich bin finanziell frei, nicht durch meinen Arbeits Lohn, der war zwar auch sehr nett als Fondsmanager, sondern einfach durch mein Investment. Über 20 Jahre bin ich am Markt schon aktiv und jetzt bin ich im Ausbildungsbereich als Dozent für Hochschulen, aber auch im privaten Sektor. Und wen es interessiert, der kann hier auf meine Webseite www.andre-stagge gehen und sich da auch zu meiner Ausbildung informieren. Ja, Anlageausschuss, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben die Strategie Friday Gold Rush sehr intensiv besprochen. Und ich habe euch jetzt hier nochmal ein Update mitgebracht, wie diese Strategie sich in den letzten Tagen und Wochen verhalten hat. Die Strategie habe ich sehr ausführlich am 8.4. vorgestellt. Und ich werde jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen. Die Idee war einfach zu sagen, wenn Freitag ist, kaufe ich Gold.
Das ist jetzt hier ohne Hebel und über SMS-Signale hatten wir dann ja auch Hebelprodukte von der DZ Bank herausgesucht, die man dann eben ganz einfach über sein Online-Banking handeln konnte. Und was mich an der Stelle mal interessieren würde, und die Julia, unsere nette Moderatorin, hat das auch als Frage vorbereitet, wer hat denn diese Strategie hier vom Friday Gold Rush von euch tatsächlich mal ausprobiert? Wir stellen die Frage mal live und gebt mir doch gerne mal ein Feedback. Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Wer hat denn den Friday Gold Rush ausprobiert? Wie waren eure Erfahrungen? Habt ihr damit Geld gewonnen? Habt ihr Geld verloren? Gebt mir doch einfach mal kurz ein Feedback, damit ich weiß, wie viele Leute hier tatsächlich auch dabei waren. Okay. Gut, ich glaube, die Umfrage ist schon geschlossen worden. Sehr gut. Ihr seht es, also 22% haben daran tatsächlich partizipiert und 78% waren nicht dabei. Ich werde euch mal ganz kurz zeigen und ich blende das Ergebnis mal wieder aus. Jetzt müsstet ihr wieder die Vortragsunterlage sehen. Ja, sehen wir. Perfekt. Ganz lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Also ungefähr 75% haben es nicht ausprobiert, 22% haben es gemacht. Und hier seht ihr eben im Hintergrund dieser Backtest. Wenn ihr also jeden Freitag Gold kauft, das war die Strategie, habt ihr folgende Ergebnisse erzielt. Das sind jetzt Live-Trades von meinem Konto, allerdings ohne Hebel. Muss man auch ehrlich sagen, mit den Zertifikaten ging es da nochmal ein bisschen mehr zur Sache, weil die ja auch gehebelt sind und ihr da die Margenauslastung quasi habt. Aber ich zeige euch mal hier, das war quasi der 11.4., also der Freitag nach dem Webinar. Das war dann der 25.4., hier war ein Feiertag dabei, der 2.5., der 9.5., der 16.5., 23., 30., 6., 13. und der 20., also jeder Freitag, wenn er nicht gerade ein Feiertag war, nach dem Webinar habe ich diese Strategie auch gehandelt, weil das sind natürlich die Dinge, die ich euch vorstelle, auch die Dinge, die ich selber handle. Alles andere macht keinen Sinn. Ich bin jeden Donnerstag reingegangen in den Markt um 21.50 Uhr. Könnt ihr auch ein bisschen später oder ein bisschen früher machen. Ihr könnt auch um 18 Uhr rein oder um 19 Uhr, je nachdem, wie es euch passt. Wichtig ist nur für 24 Stunden im Goldmarkt aktiv sein. Das ist eine Möglichkeit. Oder wenn ihr eh auf Gold bullish seid, so wie ich es auch gerade bin, und warum sage ich dir gleich, dann könnt ihr natürlich auch, wenn ihr das Zertifikat im Plus schon habt, das vielleicht auch mal über eine Woche oder über einen Monat sogar halten und da dann eben nachhaltig vom Anstieg profitieren. Und ihr seht, ich habe hier immer mich an diese Originalstrategie gehalten, habe also die Position jeweils für ungefähr 24 Stunden gehalten, die Position gehalten. Ihr seht, hier bin ich jeweils reingegangen, hier bin ich jeweils rausgegangen. Ihr seht hier die verschiedenen Bewegungen in Pips und wie gesagt, das ist alles mit realem Geld gemacht. Und ihr seht natürlich, wie es immer ist, wenn man so eine Strategie vorstellt. Gleich das erste Signal ging hier mit über einem Dollar in die Hose. Da habe ich 149 Euro verloren. Das nächste Signal hat dann gut funktioniert. Das übernächste Signal hat auch gut funktioniert. Hier war auch ein gutes Signal. Da waren dann schon ein paar Gewinne kumuliert. Und dann hier am 16.05. lief es gar nicht. Da ging es dann fast 10 Dollar gegen mich. Über 1000 Euro habe ich damit verloren. Oder eben 84 Basispunkte im Gold. War dann ärgerlich, den Freitag danach plus minus null. Aber da gab es hier einen sehr, sehr guten Tag am 30. zum 31.05. Das war eben auch die Zeit, wo Gold dann nachhaltig diese Range gebrochen hat, nachhaltig die 1300er Marke überwinden konnte. Und wer da eben ein cleverer Trader war und viele aus meiner Ausbildung haben das auch genutzt, hat dann eben das Zertifikat nicht am Abend zugemacht um 22 Uhr, also nicht so einfach geschlossen, sondern hat den Trade hier über Trailing Stop Loss abgesichert. Lief also sehr gut und auch die Gold Rushes danach haben gut funktioniert und ihr seht das in der Summe, hat das ganz gut funktioniert, war auf jeden Fall eine gute Strategie und ist die Frage, handle ich diese Strategie jetzt noch weiter oder sage ich, Mensch, jetzt ist das Gold ja schon auf 14, 15 hochgestiegen, also über 1400 Dollar wert, höre ich doch vielleicht auf mit der Strategie, weil das Gold gerade teuer ist und nein, das ist für mich eher ein Grund, die Strategie momentan noch höher im Portfolio zu gewichten, weil eben jetzt hier der Goldmarkt gerade in einer sehr spannenden Phase ist und eher auch weiter ansteigen wird. Und wenn ihr mal Lust habt, also wenn ihr mal Lust habt, das auszuprobieren, es muss ja nicht gleich mit Echtgeld sein, ihr könnt euch ja die Zertifikate auch mal ins Demokonto legen oder einfach mal im Chart gucken, wie die Vergangenheit ausgesehen hat, dann müsst ihr einfach nur, um diesen historischen Track Record zu bekommen, jeden Donnerstagabend Gold kaufen. Also jeden Donnerstagabend geht ihr rein in den Markt, kauft Gold und jeden Freitagabend verkauft ihr wieder. Das ist ganz einfach, super simpel. Und wie gesagt, für mich und mein eigenes Trading und Investment eine tolle Strategie. Und warum finde ich das gerade am aktuellen Rand so spannend? Ich habe euch hier nochmal den aktuellen Goldchart mitgebracht. Und ihr seht hier eine sehr lange Bewegung von 2000 bis 2019, also die letzten 20 Jahre. Und das ist ganz spannend. Letzte Woche kam eine Forsa-Studie raus. Da stand dann drin, dass tatsächlich 13% der Deutschen physisch Gold besitzen. Also 13% der Deutschen
besitzen physisch Gold, bedeutet also über Münzen, über Bahn, und das, obwohl in Deutschland gerade mal 6% in der Direktanlage nur Aktien besitzen. Also wir sind ein Land der Goldliebhaber, und lustig war auch, 60% der Investoren halten Gold für sicher. 60% sagen, Gold ist ein sicheres Investment, für uns ein klassisches Krisenmetall. Aber hier zum Beispiel in dieser Bewegung nach unten ist der Goldmarkt um 44% gefallen. Da würde ich sagen, naja, wenn ich von der Anlage von der Hoch- bis zum Tiefpunkt 44% verliere, würde ich die nicht unbedingt als sicher bezeichnen. Wenn ihr jetzt nur diese Freitagsstrategie gemacht habt, also nur diesen Friday Gold Rush, habt ihr zwar auch einen Drawdown drin, der war nach 2011, der war auch 20%. Wie gesagt, ungehebelt. Wenn ihr hier zu großen Hebel geht, habt ihr ein Problem. Aber hier waren die Rücksetzer deutlich geringer. Trotzdem finde ich Gold ein sehr spannendes Investment aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil wir aktuell auf dem 5-Jahres-Hoch sind, sondern was mich hier besonders umtreibt, ist einfach durch die Zentralbankpolitik der Fed, auf die ich nachher noch kurz eingehen werde, die momentan massiv die Märkte aufrüttelt und auch, glaube ich, für die nächsten 6 Monate sehr, sehr wichtig am Kapitalmarkt sein wird, ist es einfach so, dass die Zinsen in Amerika gefallen sind, die Alternativanlagen immer geringer werden und dadurch Gold als Investment auch langfristig immer attraktiver. Also für mich gehört Gold momentan ins Depot, entweder als Investmentidee langfristig, zum Beispiel auch über Anlagezertifikate, aber auch im kurzfristigen Bereich, wo ich dann eben, und ich habe es euch ja gerade gezeigt, jeden Freitag einfach Gold kaufe. Und wenn die Position schön ins Plus gelaufen ist, bin ich eben auch geneigt, diese Position dann vielleicht mal 2, 3 Tage länger zu halten. Oder wenn sie dann schnell ins Laufen kommt. Wir Profis sprechen hier von Trading Heat, also wenn die Position schnell in meine Richtung läuft, ich also sukzessive meinen Stop-Loss nachziehen kann, vielleicht so eine Position auch mal länger zu halten und mal einen größeren Swing mitnehme und dadurch eben hier im Trading gute Möglichkeiten habe. Und dann diejenigen 22%, die den Goldrush mal ausprobiert haben, Glückwunsch, ihr habt wahrscheinlich ähnlich gute Erfahrungen gemacht. An die anderen 78%, probiert es doch mal aus. Ich glaube, in dem momentanen Umfeld ist Gold sehr spannend, auch weil im Sommer die Aktien nicht so gut laufen. Und das letzte Mal, wo Gold hier so einen parabolischen Anstieg gemacht hat, und dann spannend im Jahre 2011, da hatten wir ja auch die große Peripheriekrise in der Eurozone. Damals war das Thema Griechenland, Portugal, Italien, Spanien. Da sind die Spreads extrem nach draußen gelaufen. Die Länder waren kurz vorm Umfallen, bevor Mario Draghi, whatever it takes, wieder eingeschritten ist. Und ich glaube, als Absicherung in sein Portfolio könnte ich mir vorstellen, dass wir dieses Jahr eine ganz ähnliche Bewegung sehen. Ich glaube, dass wir Richtung 1500 auf jeden Fall noch laufen und bis 2020 wahrscheinlich auch hier die alten Höchststände nochmal raus. Also guckt euch den Goldrush an, guckt euch Gold an. Das ist quasi der Rückblick vom Anlageausschuss. Und wenn ihr eben Lust habt, und da habe ich dann auch schon drauf verwiesen, wenn ihr Lust habt, und der Markus hat es auch schon gesagt, ihr könnt eben diesen SMS-Signale-Service testen, hier auch nochmal ganz kurz live auf diese Seite. Da macht ihr kein Abo mit oder sonst irgendwas, sondern ihr gebt einfach hier eure Handynummer ein, ihr gebt hier die E-Mail-Adresse ein. Ich kann das ja mit meinen Daten auch kurz machen. Wer will, kann mir dann auch direkt einen Anruf schicken oder eine SMS schreiben. Und das war's, ja. Dann gebt ihr hier ein, ja, das passt soweit. Meine Handynummer stimmt auch. Und den Link teile ich euch auch gleich nochmal im Chatfenster. Dann werdet ihr an den Trade erinnert. Ihr kriegt eben die passenden WKNs von der DZ Bank und ihr könnt das eben ganz einfach ausprobieren. Und ihr kriegt dann 3 Wochen entsprechend die Signale und das war's. Also keine Abo-Falle oder ähnliches. Einfach ausprobieren, Performance verständlich, professionell. Finde es eine tolle Sache, dass wir das hier für euch anbieten können. Und das Wichtige ist ja nicht nur das Wissen zu haben, sondern das Wichtige ist, einfach auch ins Tun zu kommen. Ja, wie ist der große Überblick? Ja, Markus? André, ganz kurz, wenn ich einhake, vielleicht guckst du noch mal in die Inbox gerade rein und da war die Frage, ob man vielleicht Fridays Gold Rush noch mit einer Strategie verbinden könnte. Und zwar, wenn man jetzt nicht nur auf den Freitag geht oder Donnerstag in dem Fall, sondern vielleicht auch dann im Monat speziell mal nachschaut. Vielleicht liest du einfach mal durch, ob du das schon mal getestet hast oder ob das für dich nicht wirklich miteinander zusammenhängt. Die eine Frage da oben Ja, vom mega Bernhard. gute Frage. Vielen Dank, Bernhard. Ich mache es mal ganz kurz auf. Das sind ja, wie gesagt, ganz einfache Analysen. Also jeden Freitag Gold kaufen, da kann man sich ja an einer Hand ablesen, dass das nicht wirklich komplex ist. Darum geht es aber auch, weil umso leichter es ist, umso besser kann man es dann eben umsetzen. Und zu deiner Frage nach der Optimierung, natürlich kannst du das weiter optimieren. Zum Beispiel könntest du dir das Gold-Sentiment angucken. Es ist momentan im privaten Sektor und da habe ich nachher noch die Strategie zu extrem negativ. Also private Investoren stoßen Trading-Bestände im Gold gerade ab, was für mich eben auch eher dazu neigt, dass Gold jetzt weiter marschiert. Du könntest dir die technische Analyse noch angucken, wo jetzt Gold zum Beispiel aus dem Dreieck heute ausgebrochen ist. Du könntest dir die fundamentale Situation angucken. Du könntest aber auch die Saisonalität angucken, die für die nächsten 2 Monate im Gold extrem spannend ist. Du könntest dir die Terminkurven angucken. Du kannst diesen Trade extrem verfeinern. Die Grundidee, die ich nur habe, ist,
Du möchtest am Freitag wahrscheinlich mit dieser Statistik, die ich dir gerade gezeigt habe, nicht wirklich Gold Short sein, sondern du möchtest Gold eher auf der Long-Seite haben. Aber dass du das auch mit weiteren Märkten machen kannst, das funktioniert auch im Silber zum Beispiel, das ist auch klar. Also du kannst es weiter optimieren. Allerdings geht das dann wieder in Richtung Individualität. Was ich hier vorstelle, ist ja relativ viel. Und mir geht es darum, so auf dem Top-Level einfach ein paar Ideen zu geben. Aber wie gesagt, wenn du Lust hast, es gibt viele Optimierungsmöglichkeiten. Und das bespreche ich zum Beispiel auch sehr intensiv in der Ausbildung bei mir. Aber das ist jetzt für das Webinar einfach nur mal die Idee. Guck dir am Freitag Gold an. Und wenn freitags eben ist, guck doch einfach, dass eher am Freitag die Long-Position ist und weniger die Short-Position. Danke dir. Perfekt. Und ein Hinweis, weil die Frage ja auch da war, du kannst tendenziell, wenn du am Montag verkaufst, auch einen kleinen statistischen Vorteil bekommen, weil am Montag tatsächlich der Goldpreis dann, weil es eben die Versicherung übers Wochenende ist, weil es eben auch physisch am Freitag gekauft ist und all die Argumente hatte ich aber beim letzten Mal vorgestellt, kannst du tatsächlich auch einen Mehrwert generieren, wenn du am Montag dann die Position sogar umdrehst. Aber das ist jetzt nicht so stark, weil dieses Spotinteresse nicht vorhanden ist, dass sich die Strategie wirklich auch auf der Short-Seite zu 100% handeln würde. Ja, was ist die Gegenwart in unserer Anlageausschusssitzung? Vergangenheit hatte ich gesagt, die Idee vom Gold Rush hat gut geklappt. Gegenwart ist einfach, das große Makrobild hat sich nicht geändert. Wir haben die Niedrigzinsen und hier, wie gesagt, extrem wichtig, was der Jerome Powell am letzten Mittwoch bekannt gegeben hat. Wir haben ja Draghi schon sehr, 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 sehr expansiv mit der Geldpolitik am Dienstag erlebt. Wir haben eben verschiedene Zentralbanker aus Japan, aus England und eben aus den USA gehört. Die einzigen, die so ein bisschen gegen den Trend stoßen, sind die Norweger, die Zinsen letzte Woche erhöht haben. Aber global ist das Bild für eine lockere Geldpolitik. Und ich weiß, wenn man die Gazetten liest, ist die erste Idee immer, naja, das ist doch super. Mehr Geld ist mehr Liquidität, ist mehr steigende Assetpreise. Aber ich wäre da vorsichtig, weil da komme ich nachher mit dem Zinsbild nochmal zu. Irgendwann ist eben das Thema vorbei und diese Manipulation, die wir durch die Zentralbanken erleben, kann eben auch mal ganz schnell zu einem Vertrauensverlust führen. Und dann sieht es eben schlecht aus. Die Schulden global sind so hoch wie noch nie. Also Glückwunsch, liebe Welt, du hast noch nie so hohe Verschuldung gehabt im privaten Sektor wie aber auch im öffentlichen Sektor. Und wir haben eben tendenziell das Thema Immobilienpreis und Aktienpreisblase. Und ich weiß, viele wahrscheinlich auch hier im Webinar lieben und liebäugeln mit dem Thema Immobilie. Ich habe jetzt letzte Woche ein schönes Research gelesen von dem Thorsten Stock von der Deutschen Bank. Der hatte mal die Immobilienpreise in Manhattan gezeigt und da sieht man, seit 5 Jahren sind die nur am Fallen und momentan fallen die sogar extrem schnell. Also das ist ein Markt, wie bei vielen Dingen, die Amerikaner laufen uns ein Stück weit voraus. Und wenn in Manhattan die Immobilienpreise nicht nur stagnieren, sondern sogar fallen, mache ich mir auch ein bisschen um das Thema Immobilien Sorgen. Wo ich mir wenig Sorgen mache, ganz ehrlich, ist das Thema Gold. Habe ich euch auch nochmal mitgebracht für die Frage, naja, wie kann ich es optimieren? Kann ich Gold auch längerfristig halten, vielleicht auch als Investment? Fand ich hier eine ganz spannende Grafik, wenn man sich das mal anschaut, wie wenig eigentlich der Goldmarkt ausmacht, mit gerade mal 7,8 Billionen US-Dollar im Vergleich zu anderen Märkten. Also der Aktienmarkt global sind zum Beispiel 68 Billionen. Unser DAX hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen. Da seht ihr mal, wieso die Verhältnisse sind, dass Gold eigentlich noch relativ unterbewertet ist, weil es eben auch extrem begrenzt ist. Und wenn ich mir zum Beispiel auch die Bitcoin-Posse angucke in den letzten Wochen, dann denke ich eben auch, dass wir hier eher noch auf einem günstigen Niveau sind und könnte mir eben auch vorstellen, auf 3, 4 Jahressicht die 2000 US-Dollar-Marke durchaus auch mal durchbrechen zu können. Das ist das Hauptargument für mich. Wer kauft denn eigentlich Gold? Wer hat denn noch kein Gold? Denn das ist hier eine extrem spannende Grafik, die ich mit viel Kleinarbeit auch mir erstellt habe. Die Grundidee ist, wie viel Gold besitzen denn die Zentralbanken? Ihr wisst das, die Verschuldung global ist angestiegen. Die Zentralbanken haben relativ wenige Goldbestände, zumindest prozentual an der Bilanz. Das war im Goldstandard damals zur Zeit von Nixon anders. Bis 1971 gab es ja den Goldstandard, wo Gold dann in den Free Float ging, wurde nochmal nachgekauft. Aber in den letzten 40 Jahren wurde massiv Gold verkauft. Und in diesem Jahr haben wir wieder sehr starke Anstiege. Also gerade Emerging Market Zentralbanken wie China, wie Türkei, wie Russland, die kaufen momentan massiv Gold. Und ich glaube auch, das wird ein Trend für die nächsten Jahre sein, dass die Zentralbanken als großer Player eben merken, shit, wir haben so viel Geld gedruckt, shit, jedes Land außer Norwegen probiert die Zinsen zu senken und dadurch eben auch irgendwo Begging You Never zu betreiben. Also im Währungskrieg möchte keiner hohe Zinsen haben, weil das natürlich zu Inflüssen in die Währung führt, da habe ich nachher noch die Strategie dabei, sondern man möchte eben möglichst eine günstige Währung haben für den Export. Jeder meckert ja immer über den anderen, dass die Währung zu teuer vom anderen ist und man selber doch Exportschwierigkeiten hätte. Und man möchte also eine günstige Währung haben, führt dazu, dass die Zinsen niedrig sind und führt aber auch dazu, dass die Geldmenge extrem ansteigt. Und da könnte man eben über reale Assets, wie zum Beispiel Gold, sich tatsächlich hier entsprechend
finanzieren. Ja, die Frage von Konrad, wie sieht die Saisonalität beim Goldpreis aus? Für die nächsten 2 Monate sieht es extrem bullisch aus, dann geht es ein bisschen seitwärts und zum Jahresende geht es auch nochmal hoch. Ihr könnt jetzt kurz die Grafik aufmachen. Ich mache das auch, wenn die Frage da ist. Ganz kurz am Rande, wie sieht die Saisonalität aus? Können wir uns ja mal ganz kurz anschauen. Spontan ist eh immer am besten, oder? Da siehst du jetzt den Goldpreis zum Beispiel. Und wir machen hier zum Beispiel die letzten 10 Jahre. Das schaue ich mir auch immer gerne an, weil es ein bisschen kürzere Bedeutung hat. Da siehst du, Juli, August geht schon deutlich nach oben. Wenn du dir das lange Bild anguckst, dann siehst du auch, auf die letzten 51 Jahre sind wir hier in einer sehr positiven Phase, wo bis Ende September Gold steigen sollte. Das passt eben auch mit tendenziell fallenden Aktienmärkten zusammen. Von daher denke ich, dass es hier entsprechend kommt. André, sag doch ganz kurz nochmal die Seite. Du hast es so schnell aus dem Kopf aufgerufen. Das ist wahrscheinlich nicht jedem geläufig. Kannst du gerne auch mal noch, ja, kopierst einfach in den Chat. Perfekt. Dann kann der eine oder andere sich das nochmal anschauen, muss nicht mitschreiben. Danke. Merci. Super Hinweis, vielen Dank, Markus. Ich gucke gerade, warum kann ich das aus dem falschen Fenster? Genau, das ist die Seite von meinem sehr guten Freund, dem Dimitri Speck, der eben das Thema Saisonalität in Deutschland groß gemacht hat. Und das ist Saisonax, kann ich sehr empfehlen. Kann man auch sehr viel kostenlos nutzen. Und ist eine tolle Seite, um sich das Thema Saisonalität einfach mal anzugucken. Und natürlich schaue ich mir all diese Dinge an, um so Sachen zu optimieren. Ihr wisst es ja auch, als Portfolio-Manager bin ich immer geneigt, möglichst viele Dinge auf einmal mir anzuschauen, um eben verschiedene Edges miteinander zu verbinden. Also verschiedene Möglichkeiten, die mir hier einen Vorteil geben. Und es kam auch gerade noch der Hinweis vom Alex, wenn das Thema Basel III durchkommt und man tendenziell Gold auch als Besicherung nutzen kann, dann ist es eben auch nochmal ein ganz starkes regulatorisches Argument, dass der Goldpreis hier weiter steigt. Also von der Warte bin ich sehr, sehr optimistisch, dass im Gold einiges nach oben geht und denke eben auch, dass wir hier den Friday Gold Rush handeln sollten und dass es eben auch eine gute Absicherung ist. So, dann springe ich mal ganz kurz dahin. Dann kommen wir nämlich zum Thema Ausblick. Warum bin ich auch so optimistisch für Gold, ein bisschen negativ für die Aktien und warum ist es momentan im Währungsmarkt auch so unglaublich spannend mit den Strategien, die ich dir gleich zeige, weil eben die Zentralbanken so deutlich bewegt haben. Was du hier siehst, ist die inverse Zinsstruktur aus den USA. Du siehst, inverse Zinsstruktur bedeutet, dass die Zinsen am kurzen Ende, was extrem wichtig ist, über den Zinsen im mittleren, also im Belly der Kurve sind und hinten raus wir erst wieder diese normale Zinsstrukturkurve haben. Und da kann man sagen, naja, das ist doch nicht schlimm. Wir haben jetzt halt eine inverse Zinsstrukturkurve und die Gazetten sind ja auch voll davon. Was macht jetzt dieser Nike Swift? Ist doch völlig egal, spielt keine Rolle. Und da vielleicht ein kurzer volkswirtschaftlicher Hinweis. Wir sollten in einer optimalen Wirtschaft eine normale Zinsstrukturkurve haben. Das heißt, wir sollten also hier nicht so eine Inversität haben, sondern wir sollten den hinteren Verlauf einer normalen Zinsstrukturkurve haben. Das hängt mit der Art und Weise zusammen, wie sich Zinsstrukturkurven bilden sollten, hauptsächlich nach der Erwartungshypothese, dass man eben sagt, dass der Zinssatz in der Zukunft einfach höher stehen sollte als aktuell, weil das ja mehr oder weniger die Markterwartung ist. Und was wir hier in der Zinsstrukturkurve sehen, ist, dass der Markt eben auf 3, 4 Jahre, gerade in den USA, und das ist die Kurve für die USA, tiefere Zinsen einpreist. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass die Wirtschaft schon sagt, hey, die Zinsen sind zu hoch. Und wenn man jetzt weiß, wie sich der Zinssatz zusammensetzt, nämlich aus 2 Dingen, einmal aus dem Wirtschaftswachstum, kurz mal ab, und das zweite, was wir brauchen, ist die Inflation. Und der Markt jetzt quasi sagt, ja, der Zinssatz, also Wachstum und Inflation ist zu hoch. Das heißt also, entweder fällt das globale Wachstum, das Wirtschaftswachstum geht runter, oder die Inflation geht runter, oder beides. Und beides sind Szenarien, die wirtschaftlich nicht so wirklich schön sind. Und zu sagen, naja, wenn die Geldpolitik expansiv ist, ist doch super bei flachen Zinsstrukturen oder bei Inversen wie hier aktuell, finde ich persönlich Quatsch. Denn am Ende, was wollen wir? Wir wollen doch global ein Wachstum haben, oder? Wir wollen doch global Wachstum haben. Wir wollen doch global leichte Inflation haben, damit wir eben entsprechend auch hier tatsächlich uns gesund wachsen und nicht immer mehr Liquidität ins System ballern und am Ende dann nur die nächste Krise noch größer machen und vielleicht auch ganz spannende Zahlen. Ich gerade noch mal eine Folie weiter, genau. Das ist hier die spannende Folie auch. Bis jetzt war es immer so, wenn wir 6 Monate in einer inversen Zinsstrukturkurve waren, und das haben wir momentan am kurzen Ende auch schon wieder, das seht ihr hier an diesem roten Balken, dann sind wir in den nächsten Zeiten relativ schnell in eine Rezession gelaufen. Das war dann schlecht für Aktien, logischerweise. Es war gut für Gold, wie eben auch 2011 und auch davor schon zu Subprime war es ja auch gut für Gold. Es war auch gut für einzelne Währungstrades, zum Beispiel den Yen Long oder auch den Schweizer Franken Long. Aber das ist eben hier immer passiert, nachdem wir tatsächlich längere Perioden der inversen Zinsstrukturkurve hatten. Und jetzt vielleicht 2 Sätze noch zum Thema Fed. Und zwar war es ja so, letzten Mittwoch hat der Jerome Powell mehr oder weniger den Weg freigemacht
sinkende Zinssätze. In den USA werden ja 9 positive Zinsschritte gesehen und wahrscheinlich ist es so, dass wir im Juli, also zur nächsten Sitzung, den nächsten Cut bekommen. Und wenn ihr euch mal historisch anguckt, was ist denn eigentlich bei Zinssenkungen immer passiert? Ich springe mal zwei Folien weiter, ich springe eine Folie weiter. Wenn ihr euch also mal anguckt, hier seht ihr die Zinssätze in den USA, die sind jetzt dargestellt in blau. Also hier unten seht ihr den Zinsmarkt, das ist die zweijährige Rendite in den US-Anleihen. Und in rot seht ihr hier unseren S&P 500, den Aktienmarkt, der natürlich auch für Gold wichtig ist, der natürlich auch für Währung wichtig ist. Und was ist passiert? Immer als die Zentralbank tatsächlich die Zinsen gesenkt hatte, witzig war auch, nach diesen Hiking-Zyklen zum ersten Cut, das waren nie 25 Basispunkte, sondern immer 50. Also zum Beispiel hier im Januar, kann ich mich noch gut daran erinnern, am 3. Januar 2001, da kam gerade der Bush an die Macht und da war es eben so, dass die Fed damals den Zinssatz tatsächlich um 50 Basispunkte gesenkt hat. Also wir hatten hier tatsächlich 50 Basispunkte Cut. Und da sagt man im ersten Moment, naja super, wenn die Zentralbank den Zinssatz nach unten nimmt, dann müsste es ja gut für die Wirtschaft sein, dann müsste es ein Stimulus sein. Aber tatsächlich war es so, 2 Monate später war der Aktienmarkt in der Rezession und ihr wisst ja, im März 2001 sind die Aktienmärkte dann auch mit der Dotcom-Bubble gefallen. Das gleiche Bild, der nächste Cut war hier am 18. September 2008. Das war dann damals auch schon ein bisschen zu spät, war Lehman ja schon am Laufen. Trotzdem haben die Aktienmärkte hier nochmal einen deutlichen Boost nach unten genommen, weil das Vertrauen einfach raus war, weil warum senkt denn die Zentralbank die Zinsen? Wie gesagt, weil sie entweder das Wachstum für nicht stark genug hält, sie sieht also, das globale Wachstum sollte eher schwächer sein, oder weil sie eben sagt, die Inflation ist zu gering. Beides ist nicht wirklich gut für eine Konjunktur. Dementsprechend seht ihr das ja ganz schön, wenn du eben mal vergleichst, wie dieser Zinssatz hier im Zweijahresbereich verlaufen ist. Hier war QE, also das Eingreifen am Rentenmarkt direkt und wie das mit dem S&P zusammenhängt. Sieht man eigentlich sehr schön, dass wenn die Rentenmärkte hier einen Top gemacht haben, der Aktienmarkt danach sehr stark gefallen ist. Rentenmärkte machen das Top, Aktien ein bisschen später sind dann aber auch hier deutlich gefallen. Hier war der erste Versuch, der wurde durch die Geldpolitik noch abgefedert, aber momentan haben wir eine extreme Divergenz. Entweder steigen die Renditen sehr schnell wieder an, was ich persönlich nicht glaube, die zweijährigen Renditen sind aktuell bei 1,7%, oder die Aktienmärkte sollten eher korrigieren und das ist eben wichtig für einzelne Währungen, das ist eben wichtig für Gold. Und das ist so das Bild, was mich die nächsten 6 Monate auf jeden Fall beschäftigt. Es ist eine Timingfrage. Man kann nicht genau sagen, wann jetzt hier tatsächlich dann der Aktienmarkt auch reagiert. Das kann hier relativ schnell gehen. Hier hat es ja fast 12 Monate auch gedauert, nachdem wir das Hoch, nachdem wir das Hoch gesehen haben. Und deswegen sage ich, naja, das ist für mich ein wichtiger Warnindikator. Und deswegen bin ich Gold positiv. Und deswegen ist es zum Beispiel auch für den Währungsmarkt momentan extrem spannend, wenn ich mir das Zinsbild angucke, weil aus dem Zinsbild kann ich natürlich auch die Vorteilhaftigkeit für US-Dollar-Investments ableiten. Es bringt mir ja nichts, den US-Dollar zu kaufen oder es ist nicht so attraktiv, wenn das Investment in dem US-Dollar, zum Beispiel in zweijährigen Treasuries, momentan extrem schlecht läuft. Ja. Wenn ich also immer weniger Zinsen bekomme in der Wiederanlage, habe ich natürlich dann ein Problem, weil zum Beispiel andere Märkte auch attraktiver sind. Und ein ganz, ganz wichtiger Chart, der mich auch richtig beschäftigt, ist der Chart hier noch. Und das ist es dann auch zum Ausblick schon gewesen. Und dann gehe ich auch gleich sehr ausführlich auf die beiden Strategien ein und würde mich auch über viele Fragen freuen. Das sind hier einfach die Credit Spreads. Das sind jetzt IG für Investment Grade Bonds. Und ich weiß, das ist jetzt eine ganze Menge, was ich an Input reinbringe. Aber mir ist es wichtig, dass ihr auch diese institutionellen Einblicke bekommt und einfach das Bild versteht, warum ich so bullisch für Gold bin, warum ich eben die Währungstrades dann auch gleich so ableite, wie ich sie ableiten werde und warum ich eben auch für die nächsten 6 Monate nicht der größte Bulle für Aktien bin und mir ziemlich sicher bin, wenn wir 20% im S&P fallen, also wenn der Markt hier im S&P nochmal die alten Tiefstände rausnimmt, wenn wir also hier tatsächlich in eine technische Bärenmarkt-Situation reinlaufen. Bärenmarkt ist ja definiert, wenn der Aktienmarkt vom Hoch mehr als 20% fällt. Das war hier ganz knapp nicht der Fall, aber wenn das hier tatsächlich dann vielleicht im Sommer passieren sollte, vielleicht auch schon in den nächsten 2, 3 Monaten, wäre das für mich hier auf jeden Fall eine Situation, wenn die Zinsen weiter runtergehen, nicht blind zu kaufen, sondern dann eher zu sagen, wir sind in solchen Situationen, wo der Aktienmarkt runtergeht, wo die Renditen wahrscheinlich weiterfallen, wo ich Gold brauche, wo ich Aktien-Shorts brauche und wo ich eben den einen oder anderen Währungstrade auch für mein Portfolio nutzen kann, den man eben auch ableitet. Das ist so das große Bild und eine Sache, die mir in dem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, sind die sogenannten Credit Spreads von Investment-Grade-Bonds. Bedeutet einfach Investment-Grade-Bonds, das sind Anleihen, die besser geratet sind als dreifach B, die also eine relativ gute Bonität haben. Und das ist der Zinsunterschied, den ihr hier seht, zwischen der sicheren Bundesanleihe, also zwischen unserer sicheren Staatsanleihe, die ja momentan bei minus 30 Basispunkten im 10-jährigen Bereich notiert, also negative Zinsen für 10 Jahre, ist doch klasse, kann sich der Staat
mehr verschulden und sollte es auch tun. Leider macht er es nicht. Ist halt wieder typisch Olaf Scholz. Aber wenn ihr dem Staat halt euer Geld gebt, dann müsst ihr jetzt aktuell 30 Basispunkte zahlen oder auf ein Jahr knapp 3% und habt am Ende nominal weniger, aber natürlich auch durch die Inflation real weniger. Um das als Asset Manager, als Pension, als Bank zu vermeiden, könnt ihr eben hier in diese Kreditmärkte rein, also in die Unternehmensanleihen zum Beispiel. Und ihr seht, diese Differenz zwischen dem sicheren Staatsanleihen und dem Rentenmarkt, der eben ein bisschen mehr Risiko hat, also diesen Corporate Spreads, die ist zwar relativ gesehen niedrig, aber trotzdem sind diese Bewegungen hier interessant, denn was mich persönlich umtreibt, ist einfach, dass wir hier das Tief hatten. Das war ja, bevor der Aktienmarkt im Q2, Q3, Q4 so schlecht performt hat. Gerade Q4 war die Börse ja sehr schwach, das habt ihr gesehen. Q4 ist der Aktienmarkt eingebrochen. Hier waren wir hier auch in der Aktienmarkt-Rallye. Wir haben einen sehr starken DAX erlebt seit Jahresanfang. Hätte ich so stark auch nicht erwartet, ganz ehrlich. Aber trotzdem haben wir die Bewegung gesehen. Aber wichtig ist, dass wir dieses alte Tief in den Credit Spreads nicht annähernd erreicht haben. Und obwohl die Aktienmärkte global, also gerade der S&P ja noch auf dem All-Time-High ist, DAX sieht es ja nicht so schön aus, haben hier die Credit Spreads auch schon wieder korrigiert. Und für mich ist der Rentenmarkt einfach der beste Indikator für die Zukunft, zu sagen, naja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier sieht es momentan eher gefährlich aus. Die Anleihenmärkte geben mir eher das Signal zu sagen, Mensch, kauf dir Gold, kauf dir Absicherung, guck mit Aktien ein bisschen mehr aus den Risiken raus und guck dir vor allen Dingen auch spannende Währungstrades an. Und dann würde ich kurz gucken, ob noch Fragen sind und dann würde ich auch direkt auf die beiden Währungsstrategien eingehen, die ich euch heute mitgebracht habe, wo eben das Thema Zinsen auch extrem wichtig ist. Deswegen hatte ich das hier auch so vorgestellt. So, der Roland schreibt, Gold ist auch schon 2008 gefallen, so wie alle Assets. Ja, ist ein sehr guter Hinweis, du hast recht. Es war tatsächlich so, und ich gehe nochmal ganz kurz zum Chart. Wir hatten ja tatsächlich 2007, 2008 die Belastung durch Subprime. Und wir hatten hier in dieser Krise das Problem schon vorab und tatsächlich auch hier 2009 diesen Rücksetzer. Aber du siehst hinten raus oder auch hier in dieser Bewegung, wo das Thema groß wurde, hatten wir auch eine entsprechende Bewegung, was wir damals eben auch hatten. Ist eine Dollarbewegung. Das heißt, vielleicht brauchst du dann auch nicht Gold gegen Dollar, sondern vielleicht gegen Weichwährungen, die dann eher abwerten, wie zum Beispiel Emerging Markets Währung oder ähnliches. Corporate Spread, BBB, Bonds zu Bund Future Unterschied. Genau, also das ist der richtige Hinweis, so wie ich es erklärt habe. Was ist dieser Credit Spread? Das ist einfach der Vergleich von iBox Investment Grade Bonds, also von Unternehmensanleihen, die in einem Index sind, gegenüber den sicheren Staatsanleihen. Die Frage eben, was müssen Unternehmen mehr zahlen? Und da siehst du ja auch, wie günstig sich Unternehmen momentan verschulden können, wenn sie eben nur 1% Verschuldung haben. Und das ist auch ein großes Problem. Subprime war ja eher die private Verschuldung das Thema. Heutzutage ist ja jeder verschuldet. Die Privaten sind wieder extrem verschuldet. Die Unternehmen sind eben über diese Unternehmensanleihen extrem verschuldet. Und der Staat ist auch sehr hoch verschuldet. Das bedeutet also, dass wir global eine riesen Schuldenlast haben und dementsprechend auch hier ja keine besonders ruhige Kapitalmarktsituation vor uns haben, sondern eher wahrscheinlich auch Probleme bekommen könnten. Gut, bis hierhin dann habe ich die Fragen beantwortet. Vielen Dank und macht gerne aktiv mit. Ich weiß, es ist warm draußen und es sind auch vielleicht schwierige Themen. Jetzt wird es ein bisschen handfester auch zum Umsetzen, aber umso mehr ihr mitmacht, umso mehr könnt ihr eben auch entsprechend hier profitieren und die Dinge auch ins Tun bringen, weil darum geht es ja am Ende, dass sie Dinge anwendet. Und jetzt zu einer Strategie, die ich persönlich in meinen Fonds jahrelang sehr erfolgreich gehandelt habe, die auch akademisch sehr gut erforscht ist, die ich selber als Hochschuldozent eben meinen Studenten auch an der Universität beibringe. Und die Grundidee ist ganz einfach. Was ihr hier seht, ist einmal die Zinsdifferenz zwischen den deutschen Staatsanleihen und den US-Staatsanleihen. Also in dem Fall siehst du hier die Differenz zwischen den deutschen Staatsanleihen minus den US-Anleihen. Also ganz prominentes Beispiel. Momentan ist eben der Zinssatz für deutsche Staatsanleihen im kurzen Bereich bei ja so minus 70, minus 80 und für die US-Anleihen ist es so bei bei plus 1,70. Also wenn ich jetzt minus 70, minus 80 nochmal minus 1,70 runterrechne, minus und minus wird noch mehr minus, sehe ich eben hier in diesem Chart, in dieser blauen Linie, dass einfach momentan der Zinsvorteil, den mir eine amerikanische Anleihe gibt, und vielleicht siehst du es auch, der Zinsvorteil ist aktuell 2,5%. Das ist eben die Differenz. 2,5% bedeutet also, wenn ich heute mein Geld in den US-Dollar tauschen würde, das Geld für ein Jahr anlege, zum Beispiel auf dem Sparbuch in den USA, als institutioneller Investor geht das ohne Probleme, auch als Privater kann man das mittlerweile ganz entspannt machen, würde ich eben 2,5% Zinsen bekommen. Das wäre der Unterschied. Das Problem ist nur, ich habe ein Dollarrisiko, weil mein Geld liegt ja in dem US-Dollar und nach einem Jahr müsste ich das Geld zurücktauschen.
hätte hier also ein Dollarrisiko. Hätte ich das vor 6 Monaten gemacht, also im November, Dezember 2019, hätte ich sogar 3,5% Unterschied bekommen. 3,5% Unterschied ist natürlich eine ganze Menge, war damals sehr attraktiv und ihr seht das ja schön, diese Attraktivität hat in den letzten Wochen und Monaten nachgelassen. Und ihr seht hier im Vergleich mal den Euro-Dollar und man sieht sehr schön, wenn die Zinsdifferenz tendenziell nach unten läuft, also das Dollar-Investment interessanter wird, dann ist es tatsächlich auch für den Euro-Dollar eher so, dass er gefallen ist. Hier hatten wir eine starke Divergenz. Hier ist der Euro-Dollar ja 2018 stark gestiegen. Dann war es erst hier noch relativ stabil und dann hier war ein extremer Zinsvorteil aus den US-Dollar-Anlagen und dann hat es eben hier 12, 13, 14 Monate gedauert, bis eben tatsächlich der Euro-Dollar-Währungsmarkt auch hier wieder dieser Zinsbewegung gefolgt ist. Ganz ähnliches Bild. Wir haben hier das Tief gesehen. Und wie gesagt, die Zinsdifferenz ist ein sehr guter Prognoseindikator für die Währungsbewegung. Und wir sehen, wir sind eigentlich schon seit 6 Monaten nicht wieder am Steigen, aber die Euro-Dollar-Chartbewegung war noch sehr gering. Und ich glaube, dass aktuell am kurzen Rand wir hier gerade ein sehr, sehr starkes Signal auch ableiten. Warum das so ist, das werde ich dir gleich sagen. Das erstmal so als allererste und einfachste Idee. Für mich aus meiner institutionellen Welt ist es so, dass eben die Zinsmärkte, gerade die Zinsdifferenzen, der Treiber für die Währung sind. Also sprich, die Zinsdifferenz läuft dem Währungspaar voraus. Das ist nicht so bei Emerging Markets Währungen, also bei türkischen Lira würde ich das nicht unbedingt zulassen, aber bei G10 Währungen wie zum Beispiel Euro-Dollar oder Austral-Dollar-Yen oder ähnlichen würde ich schon sagen, dass tatsächlich hier die Währung ein sehr guter Nachfolger von dieser Zinsdifferenz ist. So. Das dazu gibt es noch Fragen. Ich sehe eine Frage von Gerhard. Wenn alle entsprechend Schulden haben, wer ist dann der Gläubiger? Ja, am Ende, wer ist der Gläubiger? Das ist natürlich immer eine Vertrauenssache, weil du kannst als Zentralbank die Schublade einfach aufmachen und kannst entsprechend Geld drucken, unbegrenzt. Das war ja auch das Problem der Weltwirtschaftskrisen. Du kannst ja Geld unendlich schaffen. Das ist eben das Privileg der Zentralbank. Wenn du heute die Schublade aufmachst und da kommen 100 Milliarden Euro raus, ist das System einfach um 100 Milliarden reicher. Und am Ende schuldet dann die Bank oder die Zentralbank oder die Bundesbank dem Länder das Geld, also in dem Fall dann tatsächlich dem Gelderzeuger. Aber du kannst die Geldmenge unendlich steigen lassen. Und wer ist der Gläubiger von den ganzen Sachen? Das sind dann am Ende die Zentralbanken, die dieses Geld geschafft haben, wo es dann eben vielleicht keine realen Güter mehr dahinter gibt, die eben tatsächlich geeignet sind, um die Sachen abzusichern. Das ist diese Geldumlaufgleichung. Ja, es gibt keinen richtigen Mehrwert mehr, genau. Was bietet sich als Langfristwährung an? Ja, was bietet sich als Langfristwährung an? Ich glaube, wenn es richtig kracht, dann ist es auch der Dollar. Am kurzen Ende, glaube ich, momentan sind es eher so Währungen, die momentan sehr günstig gepreist sind. Ich habe jetzt heute weniger was zum Thema Kaufkraftparität mit. Das kann ich beim nächsten Mal gerne mal vorstellen. Aber ganz langfristig, glaube ich, ist ein Dollar immer ein gutes Investment, besser als ein Euro. Aber für die nächsten 6 bis 8 Monate denke ich es eher nicht. Warum? Weil ich eben diese Strategie euch jetzt vorstelle. Also was ich jetzt hier mal gemacht habe, ich habe mal einen Backtest gemacht. Ich habe mir für euch mal die Zinsdifferenz angeguckt, also das, was ich euch gerade am aktuellen Rand gezeigt habe. Und wie gesagt, die Signale werden auch über SMS-Signale verschickt. Und ich habe darüber mal einen 30-Tages-gleitenden Durchschnitt genommen. Also SMA steht für Simple Moving Average. Bedeutet einfach, ich habe hier einen gleitenden Durchschnitt genommen, den geglättet und ich habe geguckt, immer wenn tatsächlich die Zinsdifferenz also hier zum Beispiel über diesem gleitenden Durchschnitt war, habe ich Euro-Dollar gekauft. Also immer wenn das hier nach oben ging, habe ich den Euro gekauft und den Dollar verkauft. Immer wenn wir drunter waren, habe ich den Euro-Dollar verkauft. Das hat so ungefähr ja, 15 bis 20 Signale im Jahr produziert. Ich habe das dann auch noch ein bisschen gefiltert für mich und die Fonds. Aber die Grundidee war eben, wenn das Währungsbild tendenziell, pardon, wenn das Zinsbild eher ansteigend ist, möchte ich die Währung kaufen. Und wenn das Zinsbild entsprechend fällt, also die Zinsdifferenz zwischen den Zinsen in den USA und den Zinsen in der Eurozone runtergeht, dann möchte ich den Euro-Dollar entsprechend short sein. Also in der Volkswirtschaft nennt sich das dann gedeckte Zinsparität. Das sollte eigentlich so sein, dass da kein Vorteil existiert. Also mit unserem Beispiel und den 2,5% mit der Anlage in den USA sollte man einfach sagen, naja, dann müsste der Dollar hier 2,5% abwerten. Es ist also egal, ob ich als Europäer das Geld in Euro in Europa anlege oder in den USA und dann zurücktausche, weil die Währung entsprechend um die Zinsdifferenz abwerten müsste. Aber in der Praxis kann man sagen, das ist nicht der Fall. Das ist dieses Forward Rate Bias oder Forward Rate Puzzle, dass es eben hier tatsächlich diesen klassischen Carry Trade gibt. Und den kann man eben im Backtest auch für entwickelte Märkte sehr schön nachweisen. Ist jetzt nicht so beeindruckend wie der Friday Gold Rush, aber für eine Währungsstrategie schon sehr gut. Hat ja zuletzt hier auch wieder ein bisschen Performance gemacht. Steht jetzt ungefähr aktuell am Rand hier, also hat ein bisschen was verdient. Ist wie gesagt für eine Währungsstrategie gerade in der Finanzkrise ja durchaus positiv.
weil das wisst ihr ja auch, langfristig oszillieren Währungen, gerade die entwickelten G10-Märkte laufen ja eher seitwärts. Dafür ist diese Strategie, wenn ihr euch eben nach der Zinsdifferenz richtet, wenn ihr also guckt, wann ist tatsächlich der Euro-Dollar-Wechselkurs über seinen 30-Tages-leitenden Durchschnitt, hier diese Performance sehr gut. Und wenn du da eben entsprechend mal ein Signal haben willst, dann habe ich dir ja schon den Link zum kostenlosen SMS-Signale-Testabo geschickt. Da kriegst du dann die Zertifikate von der DZ-Bank völlig kostenlos auf dein Handy und siehst dann eben auch, wenn ein Signal sich tatsächlich hier an den Märkten ergibt. Wahrscheinlich wird es nächsten Mittwoch oder Donnerstag ein Signal da geben, den Euro-Dollar auch zu kaufen. Dann kannst du eben davon profitieren. Und um diese Strategie jetzt noch ein bisschen zu verbessern, weil ja, der Backtest ist zwar insgesamt positiv, aber du siehst auch, ja, das ist jetzt nicht so richtig cool. Also wenn man jetzt hier 2, 3 Jahre handelt und nur seitwärts läuft, dann möchte man das natürlich noch ein Stück weit verbessern. Haben wir eben auch einen Filter noch eingebaut bei SMS-Signale, wo wir eben nicht nur auf diese Zinsdifferenz gucken, sondern uns tatsächlich auch noch eine zweite Strategie angucken. Und die zweite Strategie ist die sogenannte FX-Fool-Strategie. Und Markus hat es ja schon angesprochen. Das ist eine reine Sentiment-Strategie. Ähnlich wie momentan die privaten Anleger Gold verkaufen, gucke ich eben auch bei den Währungsmärkten, was tatsächlich der private Anleger macht. Das ist eine Strategie, da habe ich in den Fonds tatsächlich Millionen mit verdient. Das ist eine Strategie, die nutze ich jetzt als Privatier natürlich auch für mein eigenes Trading und Investment. Und das ist eine Strategie, die ich sehr, sehr interessant finde. Kurze Idee vorab: Die meisten Anfänger verlieren an der Börse Geld und verbessern sich nicht. Wow, das ist ja mal eine Aussage. Harter Tobak. Und ihr wisst es aber, das habt ihr wahrscheinlich schon gelesen auf vielen Webseiten, weil nicht jeder ist heute im Webinar, nicht jeder nimmt sich hier die Zeit bei dem Wetter, sich die Inhalte anzuhören und dann vor allen Dingen auch mal auszuprobieren und konsequent umzusetzen, sondern viele sehen Börse einfach als Hobby. Wenn das so ist, völlig okay, Hobbys kosten Geld, mach mit deiner Kohle, was du willst. Du kannst natürlich, wenn du Spaß dran hast, am Kapitalmarkt unterwegs sein, du gewinnst mal was, du verlierst mal was und auf lange Sicht, umso weniger du dich ausbildest, umso mehr wirst du wahrscheinlich zu den Verlierern gehören. Auf der anderen Seite, für mich ist Kapitalmarkt etwas Hochinteressantes, was sehr, sehr Spannendes, was ich eben nicht als Hobby begreife, sondern als meinen Beruf. Ich habe 96 meine ersten Aktien gekauft, ich habe jede Weiterbildung in dem Bereich, ich habe 11 Jahre Milliarden verwalten dürfen und für mich ist es eben kein Glücksspiel im Sinne wie ein Casino, sondern wenn es ein Casino ist, bin ich das Casino. Ich habe die Statistiken auf meiner Seite, ich weiß eben, welche Strategien ich konsequent umsetzen muss, um profitabel zu sein. Und deswegen lade ich eben jeden auch ein. Bilde dich zum Thema aus, weil wenn du das tust, kannst du eben besser sein als hier die meisten Verlierer. Und was ich dir zeige, das ist ganz spannend, das ist eine Studie von der französischen BaFin, das ist die AMF, die hat halt über 4 Jahre hinweg tatsächlich in Depots geguckt, wie 15.000 französische Trader denn mit CFDs und FX-Produkten umgehen. Und sagt ihr, okay, ihr handelt Zertifikate, da seid ihr auch schon mal ein bisschen besser als mit diesen Alternativprodukten. Aber es wurde eben geguckt, was sind jetzt die klassischen CFD-Kunden und es wurde ja auch in Frankreich stark eingeschränkt. In anderen Ländern sogar verboten im Vergleich zu Zertifikaten. Und es wurde herausgefunden, dass 89% der Trader tatsächlich Geld verlieren und in Summe tatsächlich 161 Millionen Euro. Und das finde ich krass, weil auf der anderen Seite dann eben da nur relativ wenige Gewinner dagegen stehen. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, diejenigen wenigen, die gewinnen natürlich das, was die anderen verlieren, weil im Wesentlichen ist es ein Nullsummenspiel, wenn man jetzt die Transaktionskosten abzieht, die ja im heutigen digitalen Zeitalter auch sehr gering sind. Aber was eben diese 89% verlieren, können eben die anderen 11% dann sehr schön gewinnen, wenn sie eben die richtigen Strategien kennen, wenn sie eben diese Fehler der Privatanleger, die sich nicht ausbilden, nicht besser werden, einfach für sich ausnutzen. Und das finde ich das Ende der Studie auch super interessant. Es gibt keinen signifikanten Unterschied, ob die Leute jetzt 1 Jahr am Markt sind, 2, 3 oder 4. Und das Letzte ist der Satz, es gibt keine Lernkurve. Wow, finde ich mega spannend. Und warum sage ich euch das? A, um euch zu motivieren, dass ihr euch ausbildet und weiter brav hier in der Webinarreihe mit dabei seid, weil viele Experten hier wirklich sehr gutes Wissen kostenlos rausgeben und ihr das entsprechend für euch bewerten und wenn ihr mögt, dann auch anwenden könnt. Und B, weil ich daraus eine super simple Strategie ableiten kann. Überlegt doch mal kurz, was wäre denn die Strategie, wenn du jetzt wüsstest, wie sich tatsächlich die französischen Trader im CFD-Markt und im FX-Markt positionieren. Was wäre denn die logische Schlussfolgerung, wenn ich weiß, wie die positioniert sind? Will ich mit denen zusammenhandeln? Wenn die alle Euro-Dollar long sind, will ich dann auch Euro-Dollar long sein? Oder will ich dann vielleicht eher Euro-Dollar short sein? Das ist eigentlich eine ganz banale Frage, weil wenn ich weiß, dass jetzt private Trader eher auf der Long-Seite sind, die in Summe eher Geld verlieren, gerade weil sie eben sehr emotional und nicht ausgebildet sind, wäre es doch für mich nur rational, das Gegenteil zu machen, oder? Es wäre doch nur gut, dann tatsächlich auch das Gegenteil
zu tun. Und das habe ich euch mal mitgebracht. Ich habe jetzt hier mal eine öffentlich zugängliche Quelle. Die habe ich mir über 6 Jahre sehr intensiv angeschaut, habe da verschiedene Backtests gemacht. Leider gibt es die Quelle nicht mehr, weil ich, glaube ich, zu aggressiv damit auch ja, Werbung gemacht habe. Und der CFD-Broker, von dem die Daten waren, den gibt es noch, aber es gibt leider diese Historie nicht mehr. Es gibt gute Alternativen. Aber wie gesagt, die Daten findet ihr im Internet, wie sich private Trader tatsächlich positionieren. Und was du hier siehst, und das finde ich sehr spannend, für diese Strategie ist Folgendes. Du siehst jetzt hier einmal den Euro-Dollar-Wechselkurs in Schwarz. Das ist jetzt ein längerer Zeitraum. Das bringt es auch gleich noch ein bisschen aktueller. Und du siehst in Blau die tatsächliche, und das ist sehr wichtig. Das ist die tatsächliche Positionierung. Das ist jetzt nicht eine Befragung. Du siehst tatsächliche Positionierung hier in diesem Beispiel von 13.000 privaten Tradern im CFD- und FX-Bereich aus Asien. Das ist nochmal krasser als bei den Franzosen, weil die Asiaten, die sehen Börse und Gambling ja noch mehr als Hobby an als bei uns. Wir sind ja eher rational mit der Geldanlage und sind deswegen auch ein Stück weit erfolgreicher. Aber hier siehst du tatsächlich, sind die privaten Investoren 13.000 an der Stück, völlig kostenlos und transparent im Internet. Sind die Long den Euro-Dollar, blaue Fläche, oder sind die Short den Euro-Dollar? Und was man hier wirklich sieht, und da fällt es mir wie Schuppen von den Augen, wenn sie tatsächlich im Euro-Dollar Long sind, also wenn sie tatsächlich hier den Euro-Dollar gekauft haben, also tatsächliche Bestände, keine Befragung, ist Euro-Dollar gefallen. Dann drehen sie auf Short, orange Fläche, das ist echt verrückt, Euro-Dollar ist gestiegen. Dann sind sie wieder Long, Euro-Dollar ist gefallen und seit Mai 2017 waren sie die ganze Zeit den Euro-Dollar Short. Wahnsinn, oder? Da waren sie die ganze Zeit den Euro-Dollar Short. Und gerade hier in dieser Bewegung ist der Euro-Dollar von 1,04 auf 1,24 angestiegen. Das ist doch der Hammer, oder? Also der Bernhard fragt gerade, welcher Broker das ist. Das ist Oanda. Ihr kriegt von Oanda diese historischen Auswertungen leider nicht mehr. Die gab es damals sogar im CSV-Format. Haben sie gemerkt, das ist keine gute Eigenwerbung. Deswegen haben sie das jetzt nur noch als Punktbetrachtung. Aber es gibt andere Webseiten, die man da entsprechend auch nutzen kann, um diese Daten zu sehen. Und mega spannend, weil wenn du das Gegenteil machst, also wenn sie hier die ganze Zeit short sind, die Privaten, dann ist es doch nur logisch, auf die Long-Seite zu gehen. Es ist doch nur logisch, auf die Long-Seite zu gehen, weil du dann eben hier einen absoluten Trading-Edge hast. Und der Roland fragt ja, welche Webseiten gibt es? Du kannst es gerne googeln. Ich bilde das eben bei mir auch aus. Ich werde die Seiten jetzt nicht mehr veröffentlichen, weil diese Datenquelle mir eben aufgenommen wurde. Wenn es dich wirklich interessiert, komm zu mir in die Ausbildung, da werde ich es dann verraten. Genau, und jetzt gucken wir mal ein bisschen aktueller. Wie sieht es denn aktueller aus? Und da sehen wir hier, nach tatsächlich 15 Monaten haben die Privaten, 15 Monate hat es gedauert, tatsächlich ihre Short-Position zum allerersten Mal in eine Long-Position verwandelt. Und was ist mit Euro-Dollar passiert? Der ist von 1,24 massiv gefallen. Und das ist natürlich der Hammer. Also da muss ich sagen, Respekt, liebe privaten Investoren, so stark daneben, das können nur die Asiaten. Wahnsinn. Aber wenn ich die Informationen habe, und das eben auch mit dieser Zinsdifferenzstrategie verbinde, die ich euch ja gerade gezeigt habe, habe ich einen tollen Filter, nur die Signale mitzunehmen, wo tatsächlich auch die privaten Trader dann entsprechend long sind, um short zu sein. Also ich mache immer das Gegenteil von den privaten. Finde ich einen sehr guten Indikator. Funktioniert auch nicht nur bei Währungen und Commodities, sondern auch zum Beispiel bei Aktien und Renten. Und ihr seht das auch hier ganz am aktuellen Rand ist schon wieder das Beispiel. Hier habe ich den Backtest mal mitgebracht. Über 6 Jahre, die Strategie funktioniert sehr, sehr gut. Und weil der Matthias es gerade fragt, was ist mit COT-Daten? Ja, COT-Daten, ich weiß, das gucken sich viele an und im Commodity-Bereich ist das ein extrem starkes Signal. Die Commercials sind ja zum Beispiel auch gerade im Gold-Short, was zumindest mal kurzfristig auch heißen könnte, dass wir nochmal 5 oder $10 tiefer gehen. Aber COT-Daten für Währung finde ich nicht besonders spannend. Ich weiß, dass da viele Trainerkollegen Wert drauf legen. Ich selber muss sagen, ich finde es uninteressant. Ich habe es komplett gebacktestet. Und die Erklärung dafür, dass COT-Daten nicht so spannend sind, ist einfach, dass gerade mal 8% des Volumens in den Währungsmärkten tatsächlich über COT-Daten abgebildet wird, weil die Future-Bestände eben hier sehr, sehr gering nur ins Gewicht fallen. Die meisten Dinge in Währungen werden eben über das EBS, über das European Banking System im Interbankenmarkt gehandelt. 92% der Deals sind also OTC, nicht über Futures. Und deswegen finde ich COT-Daten hier nicht besonders aussagekräftig. Ja, gute Frage. Wie sieht es aktuell aus? Und das könnt ihr euch schon vorstellen. Mein Call dieses Mal ist zu sagen, nicht nur Gold long gegen Dollar, sondern auch Euro-Dollar kaufen. Das ist meine Prognose für dieses Mal. Da gab es jetzt noch nicht das aktuelle SMS-Signal. Und wenn du dich jetzt für den Signaldienst einträgst, dann kriegst du auch von uns die WKN. Wahrscheinlich wird das Signal da am Donnerstag kommen. Das ist auch schön, weil so langfristigen Strategien kann man relativ gut vorab schon bestimmen, wann die Signale kommen. Und warum finde ich Euro-Dollar momentan so spannend? Einmal, weil diese Zinsdifferenz, das hatte ich dir gezeigt, extrem zum Vorteil des Euros läuft. Die Europäer können die Zinsen nicht mehr deutlich weiter senken. Die haben ihr Pulver schon verschossen. Das hat man ja auch gesehen, als sich Mario Draghi am Dienstag geäußert hat.
ging es gerade mal um 30, 40 Pips im Euro-Dollar runter. Nach der Fed ist Euro-Dollar auf fast 1,14 jetzt mittlerweile angestiegen und ich glaube auch, dass wir hier relativ schnell Richtung 1,15 laufen können. Wir haben eine spannende charttechnische Situation. Wir haben hier seit 2017 diesen starken, massiven Anstieg gehabt, der vielleicht ein bisschen übertrieben war, der eben durch die Privaten sehr schön gefiltert werden konnte. Wir haben dann hier den starken Rückgang gesehen. Ich glaube, dass hier momentan sich ein Boden gebildet hat. Wir hatten verschiedene Tiefs, die jetzt hier in so eine Congestion gegangen sind, in so eine klassische Stauzone. Wir haben jetzt hier ein höheres Hoch gemacht beim höheren Tief, haben also den Ausbruch aus diesem Keil nach oben gesehen, haben hier auch sehr schön auf dem 61,8% Retracement aufgesetzt. Und ich denke, dass wir relativ schnell Richtung 50% Retracement laufen und dann wahrscheinlich auch hier nochmal Richtung 1,18, vielleicht auf die nächsten 4 bis 6 Monate. Hier passt eben das Sentiment sehr gut zusammen. Momentan sind die privaten Trader, und du wirst es dir schon gedacht haben, wieder extrem short. Also private Trader haben diesen Anstieg der letzten Tage genutzt, um auf einen fallenden Euro-Dollar zu setzen. Da sage ich, ich möchte das Gegenteil machen. Also ist für mich die Position momentan eher long. Außerdem haben wir die Zinsdifferenz, wir haben das makroökonomische Bild, wir haben auch momentan eine einigermaßen positive Saisonalität. Und deswegen denke ich, dass für die nächsten Wochen und Monate vielleicht so, ja, bis, ja, ich weiß nicht, Oktober, November, Dezember in die Richtung, dass der Euro-Dollar dann hier nochmal ansteigen kann. Dezember ist ja auch eine sehr starke Saisonalität für den Euro-Long gegen den Dollar-Short. Hängt auch immer ein bisschen von der Peripherie ab. Aber ich denke, dass wir hier momentan bewertungstechnisch eher nach oben laufen können, als Hauptkatalysator eben die Zentralbank. Und das ist für mich ein Trade, der sehr gut ist und der wahrscheinlich auch durch die ganzen Automatismen bei SMS-Signalen bestätigt wird. Das zur Strategie. Dann wieder der wichtige Hinweis und keine Sorge, das ist auch das letzte Mal. Wenn du das mal testen möchtest, wenn du das völlig unverbindlich mal ausprobieren möchtest, gehe auf www.sms-signale.de oder nimm den Link, den wir hier im Chat schon mehrfach geteilt haben. Guck dir das mal an, finde mal raus, wann wir da tatsächlich long gehen, bei welchem Niveau. Schau doch einfach mal, ob das Sinn macht für dich, ob du da vielleicht auch einen Vorteil daraus generieren kannst. Ich zeige dir hier nochmal ganz kurz den Euro-Dollar. Und dann kannst du diese Strategien für dich nutzen. Du siehst hier in der Saisonalität gerade am Jahresende diese Aufwertung, aber auch hier im August, September. Und es passt momentan sehr gut zum Bild. Deswegen lade ich dich ein, wenn du Lust hast, dank der DZ Bank, die dir das hier eben sponsort und ermöglicht, einfach mal diesen Service völlig unverbindlich zu testen. Trag deine Daten kurz ein. Wie gesagt, da wird dann alles entsprechend auch datenschutzkonform behandelt. Du weißt ja, da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Und dann probier das mal aus und vielleicht passt es für dich, vielleicht hast du Spaß an dem Trade. Und wenn du magst, können wir noch 5 Minuten Fragen beantworten. Ich habe dir gesagt, warum ich Gold weiterhin optimistisch bin, warum ich eben diese Goldstrategie mag. Ich habe dir gesagt, warum ich Euro-Dollar kaufen möchte, weil eben die Zinsdifferenz momentan für den Euro spricht und weil die privaten Investoren extrem short sind. Sie sind da in den letzten Tagen extrem auf fallenden Euro sich positioniert, sind extrem in die Richtung reingegangen. Und ich glaube eben, dass hier die FX-Fools wie in der Vergangenheit auch tatsächlich eher auf der anderen Seite unterwegs sind und tatsächlich eben kein Geld verdienen. Und deswegen ist es für mich smart, das Gegenteil zu machen. Super, dann schaue ich mal in die Fragen rein, ob es noch irgendwelche Fragen gibt, auf die ich eingehen kann. Der Matthias fragt, ob ich die Quellen habe. Nee, die sind nicht auf meiner Homepage. Wenn es dich super stark interessiert, schreib mir eine E-Mail an info@andre-stagge.de. Dann schicke ich es dir, aber ich werde es jetzt nicht für alle teilen, sondern ihr müsst aktiv werden. Das ist auch so ein Learning, das ich im Ausbildungssegment gemacht habe. Leute, die nicht aktiv werden, die setzen es meistens auch nicht um. Also wer von mir die Quelle haben will, dem schicke ich sie gerne. Wenn er mir eine E-Mail schreibt, dann info@andre-stagge.de, schicke ich euch die Quelle zu. Die gibt es für Aktien, die gibt es für Renten, die gibt es für Commodities und für Währung. Und wie gesagt, das sind nicht die COT-Daten. Da gucke ich bei Währung nicht drauf. Bei Commodities schaue ich mir das definitiv an. Wie steht es jetzt mit der Position? Danke, Alex. Die Frage habe ich beantwortet. Wie gesagt, momentan sind die Privaten extrem short. Deswegen möchte ich Euro-Dollar-Long sein. Momentan gibt es noch eine andere Strategie. Das ist der Euro-Bust. Deswegen warte ich noch bis Mittwochabend, um long zu gehen, aber danach wird die Position auch entsprechend über SMS-Signale kommuniziert. Schaue ich mir auch Silber, Palladium und Platin an? Ja, schaue ich mir an, sind sehr spannende Märkte. Zuletzt gerade Platin ja wieder runtergekommen. Können wir gerne beim nächsten Mal entsprechend bearbeiten. Und wenn du Lust drauf hast, gerade da lohnt sich ja auch der COT-Report. Und was ist mit deiner Seite? Hast du gar nicht erwähnt. Alex, weiß nicht ganz genau, was du meinst. Schreib mir vielleicht nochmal ins Fragenfeld, da kann ich die Frage vielleicht noch beantworten. Wie siehst du momentan den Dollar zum Yen? Ja, auch eine extrem gute Frage. Kann ich gerne mal kurz bei TradingView reingehen. Ist auch eine Seite, die ich gerne nutze, wo ich mir die Charts auch anzeigen kann. Da kann man eben dann auch zum Beispiel real mal nachvollziehen, wie hier die Spreads tatsächlich sind. Das war das, was ich euch gerade gezeigt habe.
so der Zinsdifferenz, was man zum Beispiel intraday auch sehr gut traden kann. Aber wie sieht es jetzt zum Beispiel mit Dollar-Yen aus? Und ohne jetzt zu tief darauf einzugehen, sehe Dollar-Yen ganz klar auch tiefer. A, weil ich eben für den Dollar momentan nicht positiv bin, das hatte ich fundamental begründet. Und B, weil der Yen natürlich auch ein sehr guter Safe-Haven ist, wenn die Aktien mal fallen. Deswegen wäre das für mich auch ein Trade, der wahrscheinlich hier noch Richtung 105 runtergehen könnte. Performance von Silber besser als von Gold? Ja, Gold-Silber-Ratio ist ein wichtiges Thema, Christiane, vielen Dank. Solange das nicht wirklich mal in die andere Richtung läuft, solange das Momentum nicht wirklich stark ist, also ich habe beides im Investment, aber von der Trading-Perspektive gefällt mir Gold momentan noch ein bisschen besser. Ich glaube, wenn sich dieses Gold-Silber-Ratio mal wieder zu fairen Niveaus bewegt, wird man das vorher sehen. Also ich warte lieber so die erste 10% Outperformance von Silber gegen Gold ab, um da jetzt richtig reinzugehen, bis halt alle diesen Trade haben. Ich bin jemand, der gerne auf die zweite Welle setzt und nicht quasi zum Anfang schon dabei ist. Yuan zum Dollar, ja, ist auch spannend. Muss ich sagen, habe ich jetzt gerade nicht die aktuellste Meinung zu. Denke, langfristig wird der Yuan auf jeden Fall aufwerten. Frage ist, was die Zentralbank da zulässt. Und das ist natürlich auch eine Frage zum Dollar, weil die Chinesen das sehr intelligent hier gegen den Basket steuern. Gut, dann haben wir Punkt um 8. Und damit würde ich euch einladen, wenn ihr noch Fragen habt, stellt die gerne in das Fragenfenster. Ich bin noch ein paar Minuten online. Wenn ihr noch Fragen habt, kann ich die Fragen einfach auch per Chat an euch beantworten. Wenn nicht, habe ich mich sehr gefreut, heute wieder dabei sein zu dürfen. Freue mich sehr, wenn ihr eben hier die Testphase genau wie ich einfach mal aktiviert. Ist ein schöner Service. Ihr werdet an die Signale, an die Strategien erinnert. Es sind auch nicht nur die Währungs- und Commodity-Strategien, die wir besprechen, sondern auch Aktienstrategien. Ist wirklich 2, 3 SMS, die ihr dann in der Woche erhaltet. Ist jetzt auch kein Spam oder so, sondern genau richtig für vielbeschäftigte und Berufstätige, um einfach ein bisschen in die Märkte reinzukommen, um eben hier ein bisschen Gefühl dazu zu bekommen. Und wer da Lust hat, kann das einfach mal ausprobieren. Ich denke, das ist eine tolle Sache. Und möchte mich da auch bei Markus nochmal bedanken, dass die DZ Bank das hier eben auch unterstützt, dass wir eben die Möglichkeit haben, als unabhängiger Anbieter mit smssignale.de euch diese WKNs von der DZ Bank schicken zu dürfen und euch eben die Möglichkeit geben zu können, das einfach mal auszuprobieren und da entsprechend auch mit den richtigen Produkten das umsetzen zu können. Damit Dankeschön. Fragen, wie gesagt, gerne im Chat. Ich werde sie noch beantworten. Und dann gehen die letzten Worte an dich, lieber Markus. Ja, dann springe ich nochmal kurz in die Endphase. Ja, die Fragenbox, die war voll. Du hast vieles beantwortet. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert vielleicht. Aber ich finde es besser, wenn es eine Interaktion gibt. Und du hast wirklich die letzten paar Minuten dann auf Fragen reagiert. Ja, ich glaube, wir haben auch fast alle beantwortet. Kannst ja trotzdem nochmal reinschauen. Danke auf jeden Fall, André, für deine Ausführungen. Und ja, was sehr entspannend war natürlich in dem Zuge, die Interaktion oder die Verbindung zwischen den Zinsmärkten und Währungsmärkten einfach nochmal von dir beleuchtet zu haben und dann einfach auch zu schauen, wie du diese Strategien ableitest. Und klar ist auch, dass die nicht jeder Trade aufgeht, das hast du auch gesagt, das wissen wir alle. Es geht eher darum, einfach so viel Informationen, aber auch nicht zu komplex und zu viele mit reinzunehmen, dass einfach von der Wahrscheinlichkeit her der Trade Sinn macht. Und deswegen sollen wir es auch nicht zu komplex machen. Wir haben gesehen, wie es funktioniert. Da kann man sich noch ein bisschen einlesen. Du hast verschiedene Quellen verschickt. Und mit dem SMS-Service bekommt man dann die entsprechenden WKNs auch noch, passende Produkte zugewiesen, sodass sie, wenn sie finden, dass die Strategie Sinn macht, dann auch das passende Vehikel haben. Kommen wir zum Schlusswort. Dazu nehme ich mir noch einmal kurz die Moderatorenrechte, springe rüber und ist auch nur noch eine Folie. Nächste Woche bei uns zu Gast am 1.7. haben wir schon das erste halbe Jahr vorüber. So schnell geht's. Ja, die Tradinggruppe 2.0 mit der Marktanalyse und Trading 2.0 mit Ingmar Königshofen, René Wolfram und Stefan Feuerstein. Wir würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit von der Partie sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei André, bei Ihnen fürs Zuhören. Ja, und genießen Sie den Restabend, ja, mit hoffentlich noch ein bisschen Abendsonne. Machen Sie es gut. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch eine erfolgreiche Handelswoche. Tschüss.